Season 4 hat gestartet. Vergesst es. Leute, wir gehen direkt Richtung Season 5. Open World Modus, Live Event in unterschiedliche Akte. Es gibt tatsächlich jetzt schon die ersten Dateien rund um das Live Event, was natürlich zum Ende von Chapter 4 stattfinden soll, also ungefähr im November. Da rattern wir jetzt mal ein bisschen durch. Da können wir was Schönes vorstellen. Und ich erzähle euch alles, was wir jetzt schon ein bisschen wissen. Ein paar Theorien. Und zwar Fortnite-Theorien. Mein Name ist Andy, offizielles Großspiel dieses Kanals, euer heutiger Gastgeber und Moderator für das heutige Video. Haut einen Abo-Button rein, wenn euch das Video irgendwo empfohlen wurde. Und dann gehen wir rein zusammen in die gemeinsten Tiefen von Fortnite und alles, was das Spiel uns zu bieten hat. Ein Arrow. Erstmal weg mit Kaido Thorn. Aber Kaido Thorn ist ein wichtiger Bestandteil für alle unsere Theorien und was auch immer wir heute zusammen besprechen, Leute. Kommen wir erstmal zu Punkt Nummer 1. Die Zeitmaschine, die wir im Trailer gesehen haben. Die fehlt aktuell ja noch in dieser gesamten Season und auf der Map. Und da gibt es natürlich ein paar Vermutungen. Wo ist das Ding? Warum haben die überhaupt nicht gezeigt? Obwohl die im Trailer sogar zu sehen waren. Und dass wir überhaupt eine Zeitmaschine sehen, ist kein Zufall. Die hätten ja auch aus allen möglichen Gründen irgendwie was anderes zeigen. Die haben uns eine Zeitmaschine gezeigt. Und Stand aktuell ist unsere Vermutung, dass die Zeitmaschine hinter dieser Tresortür ist. Ne? Es ist kein zweiter Eingang oder sonst was. Hinter dieser Tresortür versteckt sich nichts. Na, fast nichts. Es gibt dort tatsächlich eine verlassene Treppe, die dort irgendwie platziert wurde. Aber sonst ist alles, was dahinter ist, nicht ausgebaut. Und deswegen ist unsere große Vermutung her, auch was vom Trailer angeht, was wir gesehen haben, dass die Zeitmaschine natürlich hinter diesem Tresor sein sollte. Wie gesagt, sollte. Ne? Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Weil einfach so eine Treppe hinter unsichtbaren bzw. undurchgehbare Wände zu platzieren, die ins Nichts führen, ist sehr sonderbar, weil sonst ist eigentlich immer nur ein leerer Raum zu finden. Ist zwar noch weit bis Season 5 und so weiter, Leute, aber neuer Fortnite-Crew-Skin kommt jetzt raus und auch die ersten Starterpakete flattern rein. Wir haben hier für Rette die Welt und für Battle Royale sollte jetzt auch zum Wochenende hin, vielleicht auch noch eine Woche später, dann die ersten Starterpakete reinflattern. Creator-Code heißt Dani. Falls ihr schon vor 14 Tagen pünktlich erneuert habt, lohnt sich's jetzt nochmal, würde mich natürlich freuen. So, schön und gut, Zeitmaschine. Ist ja alles noch sehr offen und so weiter und wir wissen, dass Kaido Thorn in Chapter 2 war. Aber wir haben jetzt schon tatsächlich ein paar Infos über das Chapter 4 Live-Event. Das einzige Live-Event, was erst zum Ende von Season 5 passieren wird. Ja, also Ende November, Anfang Dezember, wenn wir den Wechsel auf Chapter 5 machen werden. Zum Ende von Season 4 wird es natürlich kein Live-Event geben. Die Season 4 endet am 3. November und dort kommt ja dann der Wechsel in Season 5, dem großen Event-Monat, wo natürlich eine Menge krasse Sachen passieren. Unter anderem, was jetzt schon bekannt ist, ist natürlich die Lego-Koop. Leute, und ich sag euch einfach nur, die Liga wissen noch gar nichts. Die haben noch nicht mal ansatzweise das gepostet, was dort passiert. Und ihr wisst auch noch gar nicht, wie krass eigentlich die Lego-Geschichte wird. Es lohnt sich auf jeden Fall im November dabei zu sein. Nicht umsonst habe ich am 31.10. natürlich den großen Sabaton angekündigt, dass wir versuchen, 30 Tage lang durchgängig live zu sein. Und dann nehmen wir alles, was in Season 5 passiert, mit. Plus natürlich das Live-Event dann von Ende von Season 5 und Chapter 5 nehmen wir dann auch mit. Da habe ich mega Bock drauf, wird ein cooles Event. Dann schauen wir einfach mal, ob wir das natürlich alles in einem Rutsch schaffen. Das sind erstmal so die ersten Kerndaten, damit ihr wisst, was bei der Live-Event auf uns zukommt. Das Live-Event selber für Chapter 4, wir haben noch nicht super viele Infos. Ich persönlich weiß auch nicht, was im Live-Event passiert. Ich habe mir die Überraschung offen gelassen. Aber wir wissen, dass wir tatsächlich dort 5 Akte haben werden und Phasen. Das Ganze soll wieder in unterschiedlichen Phasen durchlaufen. Ob das jetzt irgendwie ein Aufbau ist, sagen wir mal wie die Rakete. Die Rakete hatte auch 4 bis 5 Phasen. Das Portal in Season 1, hier Chapter 4, hatte auch 5 Phasen. Da hat sich ja das auch mehr und mehr aufgeladen, bis dann natürlich der Riss im Himmel aufgetaucht ist. Und. Also da gab es auch unterschiedliche Phasen. Und genauso soll das Live-Event auf unterschiedliche Phasen durchlaufen. Ist erstmal nicht super viel. Im Laufe des Live-Events wird der Spieler dann auch nochmal versteckt. Ist jetzt auch nicht super krass. Ist wahrscheinlich, wenn eine Cutscene abgespielt wird, ähnlich wie zum Ende von Chapter 2 Live-Event, wo dann natürlich die Cutscene kam mit Dr. Sloan und Jones und dem The Rock, wie er den gerettet hat. Da wurde ja der Spieler auch versteckt, damit natürlich diese Szene abgespielt wurde. Und dann kam wieder der Switch in die Gameplay-Szene rein. Und es sollen Grid-Rails geben. Alles noch nicht super krass, es ist halt noch lange hin. Es sind noch 3 Monate bis dahin, aber damit ihr euch schon so ein bisschen einstimmen könnt, wann das Live-Event stattfindet und wo was so eine Sache ist. Die viel coolere League-Geschichte ist natürlich die Open-World-Sache. Ja, es ist wieder Open-World-Zeit, Leute. Für die Leute, die vorhin schon länger verfolgen, wissen natürlich, dass wir schon Open-World-Gerüchte und Leaks schon seit längerer Zeit haben.
Und jetzt ist es wieder aufgetaucht. Es war lange Zeit ruhig und jetzt ist wieder der Open-World-Modus ein bisschen im Gespräch. Und natürlich auch hier mit Vorsicht genießen. Wir haben ja schon die Open-World-Gerüchte seit langem, aber anscheinend sind jetzt wieder ein paar Spieldateien durchgesickert. Und wir nehmen es erstmal mit Vorsicht. Pico ist auf jeden Fall vertrauenswert und würdig. Und tatsächlich für Season 1, Chapter 5, wurden Open-World-Gamefiles gefunden. Es sollen mehrere Orte geben und dynamische Orte geben, unter anderem auch Dschungelbiome, Wüste und so weiter, die man auf dieser Open-World sehen kann. Und falls ihr euch jetzt gar nicht vorstellen könnt, was eine Open-World ist, stellt euch einfach die Battle-Royale-Karte vor, wie hier, nur noch 10-mal größer. Also noch 10-mal größer, ne? Das ist ganz einfach riesig. Packt alle Maps zusammen, die wir bisher hatten, von Chapter 1 bis Chapter 5. Packt alle Karten zusammen und wahrscheinlich wird das noch größer sein, mit vielen unterschiedlichen Sachen, die man dort machen kann. Stand aktuell wissen wir noch nicht, inwiefern wir das machen können. So ein kleine Vorgeschmäcker haben wir immer in Creative 2.0. Dort gibt es ja auch so ein paar Open-World-Sachen. Da kannst du dir zum Beispiel ein Häuschen bauen, du kannst Tiere zähmen, du kannst farmen und so weiter, ne? Du kannst Getreide anbauen und so weiter. Und in so diese Richtung können wir wahrscheinlich auch im Fortnite Open World irgendwie zerrechnen. Wobei natürlich alles noch Spekulation ist. Macht schon mal Lust auf mehr. Und jetzt kommt natürlich die spannende Phase, Leute. Und zwar die Aluhut-Phase. Genau die Geschichte. Wie können wir es uns vorstellen, überhaupt Chapter 5 zu bekommen? Und was kann eigentlich passieren? Wie können wir den Wechsel von Chapter 4 auf Chapter 5 machen? Wir haben ja schon ein paar Videos dazu gemacht, ne? Und jetzt durch den Start von Season 4 kommen so ein paar Sachen dazu, die mir natürlich immer gut einfallen. Und dazu gibt es zwei Theorien, wo der Aluhut noch sowas vom brennt, Leute. Theorie Nummer 1 ist natürlich, wenn wir in eine Open World gehen und allgemein in eine Chapter 5, muss man sich ja Gedanken machen, wie passiert es eigentlich, dass wir die Chapter 4 Karte verlassen und in Chapter 5 landen. Ja, da muss es ja irgendwie einen Wechsel geben, genauso wie es wir bisher hatten. Ein schwarzes Loch hatten wir schon. Dass die Map auseinanderfliegt, hatten wir auch schon. Ne, ist ja in Chapter 3 passiert. Die Map hat sich auch schon einmal gedreht. Das können wir nicht mehr nochmal wiederholen. Also brauchen wir irgendwie eine coolere Idee. Idee Nummer 1 ist es, dass wir diese Insel endlich mal verlassen und uns einen Planeten irgendwo im weiten Weltraum suchen. Aus welchen Gründen auch immer, weil die letzte Realität ankommt und mal wieder die Insel für sich beanspruchen will und an die Realität. Und dass wir endlich mal unser Inselformat und so weiter liegen lassen und auf einen Planeten gehen, wo wir dann natürlich unsere Open-World-Geschichte ausleben können. Da würde es dann natürlich Sinn machen, dass es auf diesem Planeten eine Battle-Royale-Insel gibt und eine Open-World-Insel. Ne? Wäre schlüssig. Die Frage ist natürlich, wie verlassen wir das Ganze? Bisher haben wir keine Rakete, wir haben kein Raumschiff, nichts. Aber wir haben eine Zeitmaschine. Gut, wie willst du mit einer Zeitmaschine an einen anderen Planeten fliegen? Ist natürlich schwierig. Vielleicht kommt noch im Laufe des Seasons ein neuer Apparat oder sowas, aber so ein Planet könnt ihr mir gut vorstellen. Ist alles nur hingespinst, ne? Wie gesagt, alle Hut auf und so weiter. Ich spinne noch ein bisschen rum. Ne? Sollten wir wirklich irgendwie ein neues Gerät bekommen oder einen Teleporter oder was auch immer, könnte man das Ganze natürlich nutzen. Zum Beispiel wie das Teleskop. Die alte Zivilisation, die es hier gab, hat ja Dr. Sloan auch gesagt, dass sie einfach irgendwie verschwunden sind und seitdem weg sind. Die müssten ja also irgendwie eine Methode gehabt haben. Vielleicht nutzen wir diese Methode, vielleicht graben wir noch irgendwas aus im Laufe der Season oder vielleicht auch irgendwas mit diesem Teleskop, was ja auch eine Sternkarte in den Weltraum projiziert hat. Vielleicht auch so ein kleines Indiz dazu, dass dort natürlich in den Weiten des Weltraums mehr ist. Jetzt kommt aber die zweite Theorie. Wir nutzen die Zeitmaschine. Und genau deswegen ist auch der Grund, warum wir die Zeitmaschine immer noch nicht haben. Und das wird jetzt richtig geil. Aber Leute, manchmal sind meine Hirngespinste krasser als irgendwelche neue Games wie Starfield, was in nächster Zeit rauskommt oder sowas. Aber, und zwar, hat Kato vorhin hier eine wunderschöne Zeitmaschine. Ist dadurch in Chapter 2 gereist, hat uns nicht mitgenommen, ne? Der doofe Sack hätten wir ruhig auch auf der alten Map in Chapter 2 spielen können. Und dass wir irgendwie die Zeitmaschine nutzen. Und das Coole, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir tatsächlich die Zeitmaschine nutzen, um natürlich entweder in die Zukunft zu reisen. Dann ist natürlich fraglich, wie sollen wir auf einer neuen Karte landen? Dann landen wir auch nur in einer Zukunftsvariante von dieser Insel. Und die müsste ja theoretisch zerstört sein, wenn irgendwas zerstört wird. Oder einfach, es wird dann komplett fortgeschritten. Oder wir reisen komplett in die Vergangenheit. In Chapter 0. Ja, in Chapter 0, Leute. Wir fliegen so weit in die Vergangenheit, dass wir noch die alte Zivilisation finden, wo die Insel noch keine Insel war, sondern wirklich ein Planet. Bevor das Ganze irgendwie auseinandergeflogen ist oder sonst was. Und das könnte man immer noch miteinander kombinieren, dass wir immer noch den Zero Point haben, immer noch einen Battle Royale Modus haben, dass wir immer noch eine Schleife haben, aber wir so weit in die Vergangenheit reisen, dass wir dann natürlich in Chapter 0 landen und dort einen kompletten Neuanfang haben,
und natürlich auch einen Open-World-Modus. Ha, ist ja, Leute. Mit dem Gedanken können wir das Ganze hier auf jeden Fall stehen lassen, ne? Und dann, wenn wir schon dabei durchfliegen, Leute, dann, ne, wenn wir da durchfliegen, kann man das irgendwie vielleicht so erklären. Und wenn wir schon die Zeitmaschine nutzen, dann soll uns auch Cato Thorn auch direkt noch mit, nochmal auf die Chapter 2 Insel bringen. Dann können wir vielleicht live zugucken, wie Odo den Schädel absäbelt oder die Hand von Midas oder sowas. Ne, dann kann er uns doch gleich mal durch alle alte Maps schicken, bevor wir durch Chapter 0 landen oder sowas, ne? Wenn wir schon eine Zeitmaschine haben, Leute, warum nicht dann? Weil immerhin haben wir auch noch eine geleakte Doctor Who Kooperation, ne? Doctor Who hat ja auch eine Zeitmaschine mit seiner TARDIS. Vielleicht kombinieren die einfach ihre Zeitmaschine für eine super Zeitmaschine. Naja, okay. Und Stand aktuell haben wir weder Rakete, haben wir weder irgendwas. Und für mich ist diese Zeitmaschine bisher das Einzige, was irgendwie für uns ein Transition tatsächlich in eine neue Geschichte packen kann. Natürlich muss man da noch bedenken, wir sind erst in Season 4. In Season 5 wird natürlich noch eine Weiterentwicklung kommen. Da kommen natürlich noch neue Sachen rein. Und vielleicht könnte es dort eine Rakete geben. Vielleicht könnte es dort irgendeinen Laserstrahl geben, Teleporter, was auch immer wir nutzen können, um vielleicht eine neue Insel zu bekommen. Und wenn es am Ende wieder nur eine Insel ist, dann ist er so. Aber wenigstens hatte ich ein paar gute Minuten für euch mal ein paar schöne Gedanken besorgt, Leute, dass wir mit einer Zeitmaschine auf einem neuen Planeten landen, wo wir dann einen Open-World-Modus haben, oder? Was sagt ihr dazu? Ein bisschen zu wild? Schreibt runter in die Kommentare auf der rechten Seite. Checkt ihr jetzt die Story aus rund um Nolan Chance und was sie versuchen gerade bei Cato Thorn zu finden.